11. Runde. Wenn wir hier nochmal die Schlussaktion sehen. Ja, aber die rechte zuvor von Klitschko drin. Da fällt Joshua mit dem Oberkörper nach vorne. Auf geht's, 11. Runde. Wer hat die Luft? Wer hat die Kraft? Wenn Klitschko kassiert hier in der 11. Runde, springt schon die ersten auf. Aufpassen hier. Und er taumelt ein bisschen, Wladimir Klitschko. Blitzstart wieder von Anthony Joshua. Denn er weiß Bescheid hier. Jetzt muss auch er was bringen. Kritische Situation für Klitschko. Muss die linke rausbringen, muss ihn auf Distanz halten jetzt. Bewegung im Oberkörper. Rausgehen. Absolute Hochspannung hier in diesem Fußballtempel, der heute zum Boxmecker wird. Knallharter Auftakt hier von Anthony Joshua, aufwärtshacken! Ganz gefährliches Ding und Klitschko taumelt, rettet sich aber erstmal gut raus und ist wieder auf dem Boden zum zweiten Mal in diesem Kampf. Und diesmal wird Wladimir Klitschko benommen. Absolute Hochspannung in Wembley. Vitali Klitschko hängt hier schon fast im Ring. Rechts neben uns, während Joshua nachsitzt. Das ist gefährlich, da kommt nichts mehr von Wladimir Klitschko. Dritter Niederschlag in diesem Kampf. Und er wird hilflos. Wladimir Klitschko, arg gezeichnet von den heftigen Schlägen von Anthony Joshua. Diesen Anfangswirbel hat er hervorragend überstanden, aber jetzt ist nichts mehr da von der Leichtfüßigkeit. Und Joshua setzt alles auf eine Karte. Der will die Entscheidung. Zwei Niederschläge in dieser Runde. Wann geht's? Fields dazwischen. Hilfloser Wladimir Klitschko, der muss dazwischen gehen. Abbruch. Anthony Joshua ist und bleibt IBF-Weltmeister. Und er sichert sich noch zwei weitere Gürtel dazu. Was für ein fulminantes Ende dieses gigantischen Schwergewichtskampfs in London. Und es war absolut richtig, von Fields dazwischen zu gehen. Das war die absolut richtige Entscheidung. Es war die beste Runde von Anthony.